Daniela de Santos wird als die Königin der Panflöte bezeichnet. Was bedeutet Ihnen die Panflötenmusik? Also zunächst mal danke, dass man mich als Königin bezeichnet. Das stimmt, aber der Name ist natürlich nicht von mir kreiert. So anmaßend wäre ich gar nicht. Sondern es wurde mir tatsächlich verliehen, so von den Medien. Freue mich natürlich drüber. Ja, und die Panflöte ist mein Leben. Was soll das bedeuten? Es ist mein Leben. Zu Daniela de Santos bin ich gekommen, indem ich hier auf Schloss Herbeck schon seit 25 Jahren Konzerte in hoher Qualität veranstalte. Und so hat sich der Kontakt zwischen Frau de Santos und mir ergeben. Und sie ist gerne hierher gekommen, weil hier das richtige Ambiente für ihr Angebot besteht. Wir haben einen kleinen, familiären Konzertraum mit sehr guter Akustik. Und die Stimmung in dem Konzert ist dadurch immer sehr einnehmend und berührend für die Besucher. Sie schreiben auch selber Lieder. Welche? Noch wenige. Ich versuche mich noch in der Komposition und im Liederschreiben. Ich habe mit einigen guten Komponisten gemeinsame Arbeit gemacht. Und da sind wir interessanterweise immer beim Temperamentvollen gelandet. Also wenn ich die Feder mit in die Hand nehme, dann ist es eine schwungvolle Musik, dann ist es tendenziell spanisch. Und ja, offensichtlich merkt man doch die Gene in mir, die mich dann in diese Richtung bringen. Das heißt, Ihre Wurzeln liegen ja nicht nur in Augsburg, Sie sind ja auch andalusisch. Meine Wurzeln, ich bin in Augsburg geboren, aber meine beiden Eltern stammen aus dem Bayerischen Wald. Und dort war es relativ üblich in der Jahrhundertwende, dass man Spanier dazu holte für die Waldarbeiten als Baumfäller. Und ein Andalusier, der den Namen der Schwarze Teufel trug, der muss wohl mein Urgroßvater gewesen sein. Mir gefällt das Konzert sehr gut. Es ist sehr schön da. Ich bin das erste Mal am Schloss Herbeck, aber insgesamt waren wir schon dreimal bei ihr. Und es ist immer wieder sehr schön mit ihr. Also Freunde haben uns heute eingeladen. Also ich bin das erste Mal hier mit meinem Mann und bin hingerissen, muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Schon einmal das Ganze drumherum, also die Lage und dass es sowas hier in der Nähe bei uns gibt. Finde ich ganz toll. Und die Veranstaltungen hier, also ich werde sicherlich öfter herkommen.